herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ihr fragt euch bestimmt, wo sitzt ihr denn jetzt? Was ist das? Das ist mein neues Auto. Ich habe ein Auto gekauft. Was für eins, das seht ihr schon im Videotitel. Und wir stellen uns heute mal die Frage, ist dieser 20 Jahre alte Opel Zafira auch heutzutage noch ein verlässlicher Daily? Eignet er sich als Camper? Wie viel verbraucht er? Kann man sich den überhaupt im Alltag leisten? Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und genießt dieses wunderbare Video. So, wir fahren jetzt hier erstmal über eine Kopfsteinpflasterstraße. Aber ich bedenke, dass der Wagen 20 Jahre alt ist, oder fast 20 Jahre alt ist. Ich muss einfach hochschalten. Fährt er sich ganz anständig auf dieser Kopfsteinpflasterstraße. Ich meine, ich bin ja nun mit solchen Autos groß geworden. Ich vermisse hier keinen Komfort. Andere Leute meines Alters, die würden natürlich jetzt anfangen zu schreien. Aber ich finde es soweit noch alles erträglich. Wir fahren jetzt hier mit 40 im vierten Gang bei 1750 Touren knapp, sagen wir 1650. Ne? Ich glaube, ihr könnt mich, glaube ich, ganz gut verstehen. Was natürlich auch in der heutigen Welt immer wichtiger wird, ist der Spritverbrauch. Wir haben jetzt hier einen momentanen Verbrauch von ungefähr 5 Litern bei Tempo 50 oder 52 laut Tacho von ungefähr 1200 Touren. Ich fahre jetzt hier im fünften Gang. Das fährt sich auch alles ganz vernünftig. Wir haben jetzt hier in der Beton. Ja, also die Straße, ihr seht das, glaube ich, ist nicht eben. Aber man kann es hier drin wirklich gut aushalten. Ich finde auch, dass das Fahrwerk recht gut ist, dafür, dass wir hier letztendlich einen 20 Jahre alten Pampersbomber fahren. Man spürt die Straße, ist aber nicht unkomfortabel. Ist natürlich kein Sportfahrwerk hier drin, aber. Für einen Opel lässt er sich wirklich einigermaßen sportlich fahren. Ich bin ja nun viele Opel aus diesem oder auch aus früheren Baujahren gefahren. Nein, aber für so einen, wirklich für einen, wenn ich mal die alten Opel-Fahrwerke aus den Mit-90ern vergleiche, da hatte ich dann auch endlich von. Bin Vectra B gefahren, Astra F, Omega B. Vom Omega B haben wir übrigens hier die drei Felgen drauf. Die schwimmen viel mehr. Und der hier ist wirklich recht knackig und auch sehr die. Einigermaßen direkt. Das wundert mich wirklich. Was mir halt recht negativ auffällt, ist, dass der Wagen ziemlich lange braucht, um warm zu werden. Ich bin jetzt ungefähr 7 Kilometer gefahren und die Temperaturanzeige ist noch nicht ausgeschlagen. Das ist auch so ein Fakt, was ich von allen Opels kenne. Die brauchen ziemlich lange, um warm zu werden. Ich fahre den Wagen ja noch als 1600er Benziner, 1,6 16V mit 101 PS, 74 kW. Der ist natürlich für die heutige Zeit recht dröge, wenn man einen Anhänger hinten dran hat, braucht er ordentlich Sprit und ist sehr langsam. Der wird auch sehr recht langsam warm. Dann kenne ich auch noch einen 2009er Insignia 2,0 CDTI, der braucht auch so lange. Und ein Bekannter von mir hat einen 124er Mercedes. Der ist selbst, wenn er eingefroren ist, innerhalb von 2 Minuten sind die Scheiben da klar. Und nur durch die Heizung, ohne da irgendwie was zu machen. So, im Stand brauche ich ungefähr einen halben Liter, so ungefähr. Wir stehen jetzt hier gerade. Ich versuche irgendwie gerade so eine Vorbeifahrszene zu drehen. Aber es geht hier auch schlecht, weil hinter mir auch noch ein Auto kommt. Ja, was man ja mal zeigen könnte, ist das Beschleunigungsvermögen dieses Autos. Ich sage, ich will jetzt keinen übermäßigen Sprint hinlegen. Im zweiten Gang kommt er ganz gut. Das war natürlich kein Sprint, wie man ihn aus dem Fernsehen kennt. Das sollte aber auch nicht. Ich wollte einfach nur demonstrieren, einen alltagsnahen Sprint simulieren. Ich meine, im wahren Leben fährt ja keiner im ersten Gang los und das dreht den Wagen bis 4.500 Touren und dann gib ihm.
Also ich bin den Wagen ja schon öfters im Alltag gefahren. Ich fahre ja meistens noch mit dem großen Hänger hinten dran. Der fährt sich wirklich klasse. Ich muss es wirklich sagen, also das Anzugsverhalten finde ich wirklich gut. Ne? Der ist nicht dröge unten rum. Das hat mich echt gewundert, dafür, dass es ein uralter Dieselmotor ist. Ich meine, wir fahren das hier in 2003er Baujahr. Der Motor ist aber auch schon, ich meine, 98, 99 rausgekommen. Den gab es auch im Omega B-Facelift. Der hat aber fast keine gekauft. Generell auch die meisten Saphiras waren Benziner, die einfachen mit 1600 Kubik. Und ich bin wirklich froh, dass ich diesen hier als Diesel habe, weil er fährt sich einfach schön. Er lässt sich einfach gut im Alltag fahren. Ja, der ist also 234.000 Kilometer gut gelaufen. Die sieht man ihm von innen nicht an, finde ich. Und man merkt ihm die auch beim Fahren nicht an. Ja, er fährt sich wirklich schön. Habe ich schon öfters gesagt, ne? Wir haben hier drin natürlich das klassische Opel-Lenkrad, was es damals in der Zeit gab. Das gab es jetzt auch schon so Ende der 90er. Das gab es auch im Astra G, im Corsa C. Ja, ganz klassisches Opel-Lenkrad, ne? Das Sieb ist natürlich schon ein bisschen abgegriffen, aber das ist ja scheißegal, das hält wohl alles. Ich kenne die Lenkräder nun mein ganzes Leben lang, also ich vermisse da nichts. Hier wurde die Hupe wohl mal geklebt, die funktioniert aber. Ja, was haben wir hier sonst? Ganz normaler Lichtschalter, den gab es halt auch überall bei Opel damals. Also, der ist halt ein ganz normales Opel, ganz normale Opel-Ausstattung. Hat aber sogar schon elektrische Fensterheber. Die funktionieren auch noch. Elektrische stellbare Spiegel hat er auch. Die funktionieren sogar. Ich hatte jetzt den rechten verstellt. Links, gucken. Funktioniert sogar noch. Meistens sind die ja kaputt. Die Komfort, die Ausstattungslinie heißt Komfort. Ja, die Sitze sind auch wirklich ganz in Ordnung. Also, wenn ich das Baujahr betrachte, die Fahrzeugkategorie oder die Fahrzeugklasse, die, wenn ich die Fahrzeugkategorie bedenke, das ist schon alles in Ordnung. Wir haben hier so ein CD-Radio, das funktioniert aber leider nicht mehr, das kann ich nicht lauter stellen. Ja, Klimaanlage hat er auch, die funktioniert, ob die funktioniert, weiß ich gar nicht, ist mir auch scheißegal, ich weiß nur, was der Klimakompressor Geräusche macht. Meine Buchhaltung wurde nicht drin geraucht, ich rauche da auch nicht drin, weil ich den Wagen möglichst lange fahren möchte. Was haben wir hier? 5-Gang-H-Schaltung. Das ist eine 5-Gang-H-Schaltung, die lässt sich auch gut schalten. Ist gar nicht mal so indirekt und schwammig wie die meisten Opel-Getriebe. Lässt sich auch wirklich gut schalten. Das, liebe Freunde, ist eine Siemens Handy-Ladestation von 1870. So sahen früher Handys aus. Also für die Leute, die jünger sind als ich, so sahen die Handys früher aus. Ob die noch funktioniert, weiß ich nicht. Ich werde die vielleicht mal ein bisschen umtüdeln, dass ich das Kabel halt hier benutze für mein Handy und mein Smartphone aufzuladen während der Fahrt. Ich das hier einklemme und als Navi benutze. Seiten-Airbag hat er, Fahrer-Airbag hat er. Hätte man es damals hinzugebucht, hätte der auch wohl ein Tempomat, denke ich mal. Aber hier ist keiner drin, aber der funktioniert nicht. Ich denke mal, das wäre aber kein Problem, das nachrüsten zu lassen, weil der Schalter ist ja schon da. In meinem Motor Saphira, in einem 1600er, sieht der Schalter anders aus und hat auch weniger Funktionen. Ich denke mal, hier würde man den Tempomat einschalten und hier halt irgendwie verstellen. Aber das ist leider nicht da oder ist kaputt, eins von beiden. Hört ihr es? Das ist der typische 90er Jahre Opel Sound, wenn ihr einen Schlüssel drin stecken lässt. Das werde ich erstmal ändern. Ja, willst du wohl? Das hier sind die Sitze, die sind soweit auch ganz komfortabel. Wenn ich am Drehen bin. Die Sitze sind auch soweit alle ganz komfortabel, sehen auch gut aus. Ich habe hier so eine leichte Sitzwange, nenne ich das einfach mal. Es ist eine Sitzwange. Da sitzt man wirklich gut drin, ist natürlich kein Sportsitz, aber sehr einigermaßen komfortabel. Cool ist, dass der hier noch eine Armlehne hat. Das ist wirklich sehr entspannt beim Fahren. Kann man auch als hier Gerümpelfach nehmen. Ist wirklich schön. So, woran erkennt man auf den ersten Blick, dass es sich hier um einen Facelift Saphira ab Februar 2003 handelt? Ganz einfach an dem Chromkühlergrill. Da sieht man sofort, habe ich mir wieder einen richtig guten Standplatz ausgesucht. Normalerweise fährt hier nie ein Auto lang, aber wenn ich hier in Ruhe drehen will, dann fahren sie hier natürlich alle lang. Ja, die Felgen gab es so damals nicht auf dem Saphira, weder auf dem Vor-Facelift oder aus dem Nach-Facelift oder aus dem Facelift. Das sind welche vom Omega B Vor-Facelift. Hier steht nochmal, wir haben hier die Komfortausstattung, wie die Farbe heißt, weiß ich nicht. Die ist auf jeden Fall dunkelblau. Ja, hier sind die Scheiben getönt. Beziehungsweise von innen ist ein Teppich geklebt.
hier der Vorbesitzer hieß wohl, die Firma, die den zuerst hatte, hieß wohl Van Matjes. Darum nenne ich das Auto Matjes Saphira. Ich habe immer noch nicht nachgeguckt, was die Firma mal gemacht hat. Das werde ich gleich einblenden. Ja, warum sind hier die Scheiben zu? War das ein Leichenwagen? Das weiß ich nicht. Ne, die Beule habe ich schon so bekommen, das ist ja auch scheißegal. Ich habe da Rostentferner drüber, einfach Rostex drauf geschmiert, dass das nicht weiter rostet. Ne, die Farbe triffst du sowieso nicht und das alles auszubeulen, das würde sich einfach nicht lohnen. So sieht halt von hinten aus. Und ich finde, hat heute noch eine schöne Form. Also ich finde den Wagen nicht hässlich. Ne, mir persönlich ganz wichtig ist hier die Anhängerkupplung. Die Diesel-Saphira hatten 1500 Kilo Anhängelast und die Benziner immer nur 1200. Das sind wirklich 300 Kilo, die für mich einen großen Unterschied ausmachen. Ich wollte das Video schon viel, viel öfter oder schon viel vorher drehen, aber da bin ich nie zugekommen, weil es immer geregnet hat hier im schönen Ostfriesland. Und dementsprechend matschig sind dann auch die Straßen. Und dann sieht ein Auto schon mal so aus. Junge, ne, ich bin auch nicht durch den Schlick gefahren, du. Kennt jemand hier im Bereich Ostfriesland, Friesland eine billige Autowäsche? Ich nämlich nicht. Hier ist wohl mal eine neue Seitenscheibe reingekommen, hat der Vorbesitzer mir gesagt. Darum ist die nicht getönt und die anderen hinten wohl. So, jetzt sehen wir mal, warum der Wagen hinten die Scheiben verklebt hat. Wegen meinem Gerümpel da drinnen. Nein, das ist ein Auto, was es so gar nicht ab Werk gab. Da war hinten mal eine Sitzbank drinne. Gehe ich einfach mal aus, ich kenne den Wagen nur so, wie ich ihn hier habe. Dass da vorher eine Sitzbank drin war, die hat jemand rausgebaut, hier die Trennwand eingebaut und so hat der Wagen halt eine LKW-Zulassung. Das heißt, der kostet 160 Euro an Steuern im Jahr. Wenn das jetzt hier ein ganz normaler PKW wäre, dann würde der um 350 Euro an Steuern kosten. Ja, ich brauche den Wagen halt für meine Arbeit. Darum liegen hier Befestigungsmateriale und halt Starthilfekabel, wollte ich sagen. Und halt meine Destruktionswerkzeuge. Ich bin da leider nicht zugekommen, eher zugekommen. Und ich hatte heute auch keine Zeit, um den ganzen Wagen leer zu räumen und morgen wieder für die Arbeit einzuräumen. Heute ist für mich Sonntag. Aber so könnt ihr wirklich mal sehen, was da reinpasst. Also für so ein kleines Auto hat er echt viel Stauraum. Den gab es halt auch als 5- und als 7-Sitzer. Da wäre bis hier hinten noch eine Sitzreihe, für ganz kleine Kinder allerdings nur. Wenn der Wagen jetzt ein 7-Sitzer wäre, dann hätte er 150 Liter Kofferraumvolumen. Und so hat er dann halt stolze 1700 Liter Kofferraumvolumen. Der Wagen an sich ist übrigens 4,31 Meter lang. Wurde von 1999 bis 2005 gebaut. Ja, und 2003 erfolgte dann im Februar das Facelift. Also ich kann das wirklich empfehlen, für auch die Leute, die Camper sind oder Camper werden wollen. Kauft euch so einen Diesel-Saphira, reißt da die Rücksitze raus, macht da eine Trennwand rein. Dann könnt ihr da auch drinnen pennen. Ich meine, das ist ungefähr 2 Meter Ladefläche, das geht wohl für einen Kurzurlaub. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was man alles für eine Wohnmobilzulassung braucht, aber auch wenn man hier nur eine LKW-Zulassung hat, das ist nicht viel teurer. Das geht schon. Diesen Saphira, den gab es sogar mal als Erdgasversion, habe ich aber noch nie auf dem Markt auftauchen sehen. Den hat auch wohl damals keiner gekauft. Den gab es auch in den ersten beiden Baujahren als 82 PS Diesel, da sind auch keine mehr von übrig. Das hier ist jetzt ein 2,0 DTI. Ist natürlich ein Turbomotor mit 101 PS. Wenn ihr euch damals den kleinsten Benziner mit der einfachsten Ausstattung gekauft hättet, dann hättet ihr etwa 18.500 Euro bezahlen müssen. Und der Erdgaswagen hätte ungefähr 22.000 Euro gekostet. Es gab davon auch mal eine OPC-Version. OPC ist ja das Akronym für Opel Performance Center. Die hatten dann 192 bzw. ab irgendwann auch mal 200 PS. Da gibt es noch ein paar von, ob sich das nun lohnt, weiß ich nicht, weil das habe ich vorhin zufällig bei Wikipedia gelesen. Die OPC-Version, die hatten einen 2 Liter Benzinmotor, 4 Zylinder Turbo aufgeladen, die hatten ja mit 200 PS in etwa. Der hatte einen 250 Newtonmeter Drehmoment. Das sind stolze 20 Newtonmeter mehr, als dieser Trecker-Diesel hat. Also lohnt es sich, so ein OPC zu kaufen in einem Familienwagen? Ich weiß es nicht, bin ich noch nie gefahren.
finde ich auch nicht sonderlich schön mit der Verspoilerung, das passt für mich einfach nicht. Ich finde ihn eigentlich so auch ganz, wie er hier steht, ganz schön. Je nach Ausstattungsvariante wiegt so ein Saphira A zwischen 1320 und 1570 Kilo. Das sind natürlich eigentlich Daten, die keinen interessieren, weil es ist sowieso alles unter 3,5 Tonnen. Das heißt, jeder, der einen Autoführerschein hat, darf den fahren. Ihr braucht natürlich keinen LKW-Führerschein, wenn ihr ein Auto mit LKW-Zulassung fahrt. Der Saphira war schon immer sehr erfolgreich. Ich meine, der Wagen ist heute noch auf dem Gebrauchtwagenmarkt sehr beliebt. Insbesondere die Dieselmotoren sind sehr beliebt, weil die halt wenig verbrauchen. Also ich fahre den so mit 6,5 Liter Verbrauch. Meistens mit Anhänger, bei Durchschnittstempo 80, ungefähr 6,5 Liter. Ohne Anhänger so bei 5,5. Je nachdem, wie schnell man fährt. Und der Wagen war so erfolgreich, der wurde sogar in Südamerika und in Japan und in Asien generell verkauft. In Südamerika und in Asien wurde der als Chevrolet Saphira verkauft. Und in Japan wurde der von 2001 bis 2005 als Subaru Traffic mit Q am Ende verkauft. Ja, habe ich gerade auch noch mal Wikipedia gelesen. Und wir gucken uns jetzt zusammen den Motor an. Das sieht man gleich, wo man ziehen muss. Da kommt hier so ein kleiner Zipfel, nenne ich es einfach mal raus. Das ging dann mit zwei Händen doch ein bisschen besser. Das ist einfach eine Strebe hier, die hält die Motorhaube hier oben. Alles sehr einfache und simple Technik. Das meine ich aber nicht negativ. Ich meine das einfach positiv, weil es ist einfach und schnell zu reparieren. Und vor allem letztendlich, wenn man sich selber kann, auch noch billig. Wenn hier die Scheibenwerfer, wir müssen wo für den nächsten TÜV raus müssen, weil die vergilbt sind. Das sind diese beiden Schrauben, die muss man lösen. Und das hier diesen Stecker ziehen und dann kriegt man die raus. Das ist wirklich eine Arbeit von 5 Minuten, das habe ich schon mal gemacht. Und hier ist der kleine Kraftprotz. Das ist, wie gesagt, ein alter Opel Dieselmotor. 2 Liter Hubraum Turbo aufgeladen. Nichts Spektakuläres, aber er läuft halt gut und ist halt kräftig. Und dadurch, dass der Wagen halt relativ leicht ist, kommt man auch ganz gut zügig voran. Das habt ihr ja vorhin gesehen. Und da bin ich habe das Gas nicht mal durchgetreten. Also das fährt sich schon alles ganz ordentlich. Sieht auch vernünftig aus. Worauf ich natürlich nochmal hinweisen muss, ihr braucht hier bei diesem Motor auch keinen Zahnriemenwechsel machen, weil der hat eine Steuerkette. Das spart also nochmal wieder Geld. Also eigentlich hätte man den gar nicht einstampfen müssen, den Motor. Beziehungsweise die Produktion einstellen müssen, weil das einfach ein super Motor war. Ich denke mal, dass Opel den nur eingestellt hat, weil sie es finanziell brauchten und die Motoren kaputt gehen sollten. Die Batterie ist nochmal extra schön in hier isoliert eingepackt, das habe ich so noch nie gesehen. Aber es war ja mal ein Firmenfahrzeug und die müssen halt vernünftig laufen. Was mir jetzt aufgefallen ist, was ich bei Wikipedia gelesen habe, ich habe gesagt, das ist ein Facelift-Modell, das konntet ihr auch am Kühlergrill sehen, das stimmt auch soweit alles, weil der von Mai 2003 ist, das ist auf jeden Fall ein Facelift. Ich habe bei Wikipedia gelesen, dass diese Zierleisten ab dem Facelift immer in Wagenfarbe waren. Hier sind sie natürlich in diesem ganz normalen hässlichen Grau. Stört mich jetzt nicht, weil gesagt, das ist mein Arbeitsauto. Da ziehe ich meinen großen Anhänger mit. Und der Rest ist mir halt nicht egal. Ich bin froh, dass ich einen billigen Diesel bekommen habe. Also ich habe da weniger als 2000 Euro für bezahlt. Das ist in der heutigen Zeit echt wenig Geld. Und wie gesagt, ich fahre ihn halt gerne. Was bei diesen A-Saphirern im Vergleich zu den anderen Opel-Brüdern und Schwestern unglaublich gut ist, ist die Rostvorsäure. Man kennt es ja vom Astra F, Kadett, Senator, Omega, dass hier gerne mal Endspitzen, Radläufe und so weiter kaputt rosten. Und das habe ich bei Saphiras noch nie gesehen und hier sieht das auch echt vernünftig aus. So, ich habe mich mal wieder da drinnen verkrümelt. Man sieht hier alles gut, das habe ich noch gar nicht gesagt. Also hier habe ich natürlich noch eine Scheibe drin. Ich kann hier so nach hinten gucken, der Wagen ist auch generell sehr übersichtlich. Ist auch schön, dass hier die Scheibe nicht dicht geklebt ist. Also kann man jetzt hinten rausgucken und man hat halt keinen oder einen kleineren toten Winkel, als wenn die Scheibe komplett dicht geklebt sind, wie auf der anderen Seite.
fahren wir mal ein Stückchen weiter. Ich fahre jetzt hier auf der Landstraße. Ich habe jetzt hier meine Actionkamera. Ihr hört das auch nicht an der Bildqualität. Ja, an der Tonqualität, Entschuldigung. Ja, wir fahren jetzt hier 70, ihr seht das. Und der Wagen verbraucht von 5,1 Litern bei, ja, jetzt bleibt bei 4,8. 4,8 sind es nur. 4,9, also um 5 Liter braucht ihr den, wenn ihr den einfach so über eine ostfriesische Landstraße fahrt. Ja, auch bei Tempo 80 wird das nicht viel mehr. Und 100 fahre ich bei dem Ding eigentlich nie. Aber ihr hört was, also den Motor, auch wenn das so ein rau laufender Diesel ist aus vergangenen Zeiten, hier drin ist das komfortabel. Das Einzige, was ihr hört, ist das Wummern vom Vorderreifen, weil die sind nämlich kaputt. Oder verschlissen, sagen wir es mal so. Aber generell ist der Wagen recht komfortabel zu fahren. Wenn man bedenkt, dass der Wagen 20 Jahre alt ist, ist das schon ziemlich gut. Ich kann ihn problemlos mit einer Hand festhalten, mit der anderen Hand die Kamera. Das darf ich übrigens auch. Der zieht nicht nach rechts, zieht nicht nach links, fährt einfach sauber geradeaus. Ich bin gerade so ein bisschen erstaunt von meinem eigenen Auto. Der Motor ist jetzt ein bisschen wärmer geworden. Ja, ich kenne den Wagen eigentlich immer nur mit Anhänger hinten dran. Ich glaube, so weit wie heute bin ich noch nie ohne Anhänger gefahren. Wir fahren jetzt hier also so 81, sagen wir laut Tacho, sagen wir einfach 80. Der Motor ist jetzt wie gesagt warm. Verbraucht 4,8 Liter. 4,7, gerade mal aus bei 4,5. Ich habe hier hinten übrigens mal die Kamera installiert. Für ein paar interessante Aufnahmen. Ich hoffe jetzt, dass euch das Video gefallen hat. Ich meine, mir hat das jetzt von der Produktion her nicht sonderlich gut gefallen, weil der Kamerawinkel einfach zu nah war. Aber ich denke mal, es ist ein Video rausgekommen. Und ihr hattet euch das ja gewünscht, dass ich euch den Wagen vorstelle. Also meine Community hat gesagt, ich soll den mal vorstellen. Ihr werdet den auch noch mal in den nächsten Videos öfters zu sehen bekommen, weil die habe ich schon abgedreht, das weiß ich schon. Ich wollte bloß dieses Video erst hochladen, bevor ich den Wagen halt im Alltag teste. Das macht ja auch Sinn. Nur habe ich das wetterungstechnisch nie geschafft, weil es in den letzten Tagen immer gegossen hatte. Und ich wollte das halt bei schönem oder einigermaßen schönem Wetter abdrehen. Ja, wenn ihr weiterhin Bock auf Autocontent auf meinem Kanal habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Schreibt mir eure Erfahrungsberichte zum Opel Zafira in die Kommentare. Und ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Gerne Like und Abo dalassen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.